Mein Name ist Gabriela Ruhe. Ich bin die Schulleitung der Eichendorff-Schule in Schöningen. Schöningen ist eine Stadt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze auf der westlichen Seite. Und daher ruht unser Bedürfnis, Grenzen zu sprengen, Grenzen zu übertreten. Und mit Erasmus Plus ist dieses einfach möglich. Also wir hatten bis jetzt nur das Projekt eTwinning und da war unser Thema Gleichberechtigung. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir mit den Schülern nicht ins Ausland reisen. Dafür haben wir uns aber für eTwinning-Projekte, die online stattgefunden haben, entschieden. In Klasse 10 haben wir ein Projekt durchgeführt zum Thema Gender Equality, Gleichberechtigung unter den Geschlechtern. 2018 war unser erstes Thema Vielfalt als Chance. Die Flüchtlingskrise hatte noch Auswirkungen, so kam dieses Thema zustande. Wir waren dann so begeistert davon, dass wir das gleich hier im Kollegium weitergegeben haben, präsentiert haben und wir wollten natürlich nochmal einen Antrag stellen. Der wurde auch gestellt, gleich im 2019. Unser Hauptziel mit Erasmus Plus ist die Motivation der Schüler. Wir möchten unsere Schüler im Alltag besser motivieren. Und mit Erasmus Plus wird es für uns möglich sein, an verschiedenen Fortbildungen im Ausland teilzunehmen, um dort innovative Lehrmethoden kennenzulernen, um sie hier auch im Schulalltag einzubinden. Durch unsere individuellen Erfahrungen, besonders in der einen Fortbildung, haben wir einen enormen Zuwachs in Bezug auf Förderplanung beide bekommen. Nicht nur was Methoden anbelangt, sondern auch Didaktik, fachlich, aber auch im Austausch mit den Kollegen. Wie kann man diagnostizieren, wie kann man gezielter fördern, eben auch methodisch und wir können auch die Kollegen wesentlich besser beraten. Wir haben vor mehreren Jahren eine Schülerfirma gegründet und wollen unsere Erfahrungen und neue Erfahrungen teilen, indem wir die Schülerfirma mitnehmen in den Schüleraustausch. Also, das ist unser Produkt. Wir produzieren Seedbombs. Man packt sie erst aus, wirft sie dann irgendwo auf eine Rasenfläche und somit retten wir die Bienen. Ja, also unser großes Kind ist hier in der Schülerfirma mit beteiligt. Also ich finde, das ist was Besonderes, dass das gemacht wird, weil man hat nicht viel an Schulen, dass außerschulische Sachen, solche außerschulischen Sachen gemacht werden. Ganz viele Schüler aus unserer Schule haben nicht die Möglichkeit, Landkreis Helmstedt zu verlassen. Und das bietet ihnen nochmal eine Möglichkeit, einfach über die Grenze zu schauen und auch zu reisen, etwas Neues zu erleben und sich einfach zu öffnen. Diese Ideen sind entstanden unterwegs, auf den Reisen mit Erasmus, mit den Kollegen zusammen. Und diese Projekte umzusetzen, ist ja oft schwierig. Und dabei hilft Erasmus erstmal im Finanziellen, aber auch, weil man eben Leute kennenlernt, die ähnliche Projekte gemacht haben und wissen, wie man sie umsetzen kann. Also für mich hat es den ganz großen Mehrwert gehabt, dass ich in einer fremden Sprache eine Fortbildung durchgeführt habe und einfach eine Empathie entwickelt habe für die Schüler, die erst seit kurzem in Deutschland sind und die Sprache nicht können und dann in unserer Klasse sitzen und von mir beschult werden. Also diese Empathie für die Kinder ist extrem gewachsen. Ich würde lügen, wenn ich sage, das war easy. Es war schon ein bisschen kompliziert mit BIC und PIN und was weiß ich, was man alles beantragen musste. Aber man konnte jederzeit in der Landesschulbehörde die Ansprechpartner anrufen und die Bürokratie wurde dadurch einfach leichter. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, uns akkreditieren zu lassen. Weil wie gesagt, wenn man die Akkreditierung einmal hat, dann hat man 7 Jahre lang wirklich nicht mehr so viel zu tun, außer auszurechnen, wie viele Teilnehmer möchten irgendwo hinfahren und in welche Länder, für wie lange. Und jetzt möchten wir natürlich auch mit den Schülern ins Ausland. Es geht alles einfacher zu beantragen und so sollen die Schüler andere Schulen kennenlernen im Ausland, andere Kulturen kennenlernen und vielleicht auch schon das ein oder andere Betriebspraktikum im Ausland absolvieren. Ich würde empfehlen, die Chance anzunehmen, zum Beispiel andere Leute aus anderen Ländern kennenzulernen und Englisch zu sprechen. Und ich denke, dass jede Schule für sich etwas passend finden kann.
Und zum Schluss kann ich nur sagen, go for it, it's worth it.